zusammen, mein Name ist Vlatar 4, Glend, Gabikov und Sergej. Hey, entspann dich, warum bist du so wütend? Was ein Blödsinn. Liebe Abonnenten, weil wir eure Kommentare lesen, konnten wir das Folgende nicht bemerken. Unter jedem Video lasst ihr 1000 von Likes da. Nehmt ein 24-Stunden-Video im Kindergarten. Da-da-da-dam! Der Kindergarten. Heute werden wir einen sorglosen Tag im Kindergarten verbringen. Außerdem, Leute, haben wir noch heute eine Kindergärtnerin. Na gut, komm, lass du ihr gehen. Auf geht's. Komm schon, Kopf. Komm, Glend. Geh doch schon. Ich hasse den Kindergarten. Bevor ich weitermache, werde ich für eine Minute ein normaler Glend sein. Also, Silvester steht kurz vor der Tür und ich habe lange überlegt, was ich Vlad A4 schenken soll. Aber das Problem ist, dass er eigentlich schon alles hat. Wirklich alles, Leute. Aber mir ist dennoch etwas eingefallen, was er nicht hat. Und das ist dein Abo-Button. Also abonniere. Wenn du ihn grau machen würdest, wäre das das beste Geschenk für ihn. Denn die Hälfte der Zuschauer, die uns schaut, haben unseren Kanal nicht abonniert. Wenn du also Vlad ein Geschenk machen willst, dann lass es uns gemeinsam zusammentun. Ich habe dich gebeten, den Kanal zu abonnieren. Also abonnieren es und ich werde es auch tun. Du wirst etwas Nettes für Vlad tun und auch für mich. Und wenn du schon abonniert hast, vielen Dank. Und ich hasse den Kindergarten. Oh, Kindergarten! Na gut, was ist heute auf dem Programm? Frühstück. Na endlich gehen wir essen. Und dann gibt's Gymnastik. Unterricht, Mittagessen, Ruhezeit. Proben, freie Zeit und ein Spaziergang. Und Abendessen? Das wird deine Mutter für dich kochen. Sieh mal die Waschbecken hier an. Hey, verschwinde, Glend, verschwinde. Okay, es ist Zeit, meinen Hut abzunehmen. Das ist mein Spind. Das ist mein Spind hier. Das ist mein Spind. Das ist dein Spind, Alter. Das ist meiner. Erzieherin! Was schreist du so herum? Warum kennt ihr euch den Spind nicht an? Ich werde streiten. Ihr Wort ist das Gesetz. Und jetzt lass uns ins Spielzimmer gehen. Schau mal, hier gibt es Obst und Gemüse und sogar Knoblauch aus Plastik. Die Orange gehört mir, das ist meine Orange. Erzieher! So macht man diese Rübel fertig. Hier ist sogar eine Trommel drin. Hey, das ist meine Trommel, das ist meine. Hey, bleib, das gib sie her. Was für coole Betten. Dieses hier gehört mir. Die sind so hart, sie sind wie aus Holz gemacht. Was ist denn los? Ich muss dringend Pipi machen. Schaut mal, was für kleine Toiletten hier sind. Solange die Erzieherin weg ist, gehe ich schnell auf ihre Toilette. Riesig. Okay, ich komme gleich wieder. Geh weg, komm, schau nicht. Glend, Kapikov, Glend, Blatt Papier, Cadillac. Das ist der neue Cadillac. Hallo, Leute. Hallo. Ich bin eure neue Lehrerin. Mein Name ist Oksana Michailowna. Lasst uns alle an den Tisch kommen und uns kennenlernen. Also Kinder, wer möchte als Erster von sich erzählen? Ich. Okay, komm. Bitte? Wie heißt du, wie alt bist du und was willst du werden, wenn du groß bist? Ich heiße Sergej, ich bin 26 Jahre alt und möchte Fußballerspieler werden. Gut gemacht, Sergej, so energisch, so aktiv. Kannst du hier dein Foto finden? Ja, natürlich, hier bin ich. Sergej, wer umarmt dich da? Braver Junge, setz dich hin. Leute, wer will noch probieren? Komm, Jukov will es. Wie heißt du, wie alt bist du und was willst du einmal werden? Mein Name ist Kobjakov Vladislav. Ich esse sehr gerne und möchte Koch werden. Oh, du bist so süß. Guter Junge, finde dein Bild. Das bin ich. 1, 2, 3. Okay, ich geh schon. Vlad... Papier. Und wie alt bist du? 24. Was willst du mal werden? Ein Luder, ein Tierarzt. Such dich. Das bin ich und mein Kater Felix. Mein Name ist Glend und ich bin so alt. Und wie alt ist das? 20. Was willst du werden? Ich will Bürgermeister werden. Aber um Bürgermeister zu werden, musst du nicht so ein Tyrann sein. Lass uns allen dein Bild zeigen. Zeig, was für ein hübscher Hase du bist. Gut gemacht, Leute. So, Zeit für einen Snack. Wir haben jetzt Frühstück auf dem Plan. Lasst uns lecker essen, ja? Das Frühstück ist da. Grießbrei. Guten Appetit. Isst. Lasst euch nicht verwöhnen. Grießbrei, das ist einfach nur furchtbar. Ich liebe Grießbrei. Sie ist auch noch nicht süß. Nein, ich glaube, ich bin heute auf Diät. Oksana, kann ich noch ein bisschen Grießbrei haben, bitte? Willst du noch Grießbrei? Willst du meine Portion haben? Na komm.
Ja, bitte. Das hast du dir verdient. Wartet. Hört auf damit. Was macht ihr da? Wer hat ihnen beigebracht, so sich zu benehmen? Also gut, wir werden euch jetzt erziehen. Wer heute brav ist, bekommt Sonnenschein. Und wer unartig sind, bekommt Wolken. Und am Ende des Tages werden wir sehen, wer ein guter Junge ist. Wieso denn das? Dafür, dass sie nicht den Brei gegessen haben. Kinder, ihr wisst doch, dass der Silvester vor der Tür steht. Habt ihr Geschenke für eure Mütter vorbereitet? Noch nicht. Ich schlage vor, dass ihr ein paar Perlen von eurer Mütter basteln. Schaut, es gibt Macaroni, Angelschnur, Farben und eine Schere. Lasst uns das nehmen und eine schöne Perle machen. Wer es gut macht, bekommt eine Sonnenblume. Oh ja, diese Idee gefällt mir viel besser. Ideen? Keine Ahnung. Ich möchte lieber früher als später essen. Schau, was für ein kleines Männchen. Es ist so klein wie ich. Mama wird wissen, dass das ein Geschenk von mir ist. Das ist ein minimalistischer Sonnenscheinanhänger, weil meine Mutter mein Sonnenschein ist. Schaut, wie es geworden ist. Jede Menge Regenbögen und ein kleiner Mann. Ich fange es an, mit Ausmalfarben anzumalen. Meine Mutter ist sehr hübsch, also nehme ich rosa. Schaut her, meine Perlenkette ist fertig. Mir gefällt die Kombination aus Blau, Weiß und Rot sehr gut. Ich möchte eher die gleichen Perlen machen. Die Jungs haben beschlossen, die Perlen zu bemalen und ich will sie anders haben. Ich dachte, die Farbe würde dunkelrot sein, aber es wurde braun. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass sie meiner Mutter gefallen. Und ich mache so eine Art von Perlen. So, Jungs, zeigt uns, was ihr gemacht habt. Ich habe diese gelben Perlen für meine Mutter gemacht. Sie sind so gemustert und alles auf einer Seite. Sie sind wunderschön. Sie gefallen mir sehr. Lass uns eine Sonne für dich aufstellen. Und ich habe so coole Perlen, so rosa und da bin ich in der Mitte. Oh, sie sind wunderschön, sie gefallen mir sehr. Lass uns eine Sonne für dich aufstellen. Ich habe diese hier. Wow, diese sind interessant. Nicht interessant, er hat sie ja nicht mal angemalt. Nun, es ist natürlich. Ich denke, du verdienst einen guten Sonnenschein. Gut gemacht. Und ich habe solche Perlen bekommen. Die sind sehr schön und es gibt viele Sachen. Er hat auch die Sonne verdient. Ihr seid so gut, den Müttern wird es sehr gut gefallen. Oksana, wann ist die stille Stunde endlich, hä? Schrei nicht, Kopjakow, sie ist nicht da. Sie ist nicht da? Was? Das heißt, man kann also alles machen, was er will. Also, Sergej, gib mir den Ball, schnell. Nein, ich habe ihn zuerst bekommen. Und ich habe ihn zuerst gesehen. Also, komm, gib ihn her, los. Ach, du spielst doch sowieso Lego mit Vlad. Ja, aber jetzt will ich auf den Ball springen. Das war's, verschwinde, zieh. Ich sag's der Lehrerin. Ist irgendein Schwachsinn. Also, was bauen wir? Was machen wir, Vlados? Eine Garage oder eine Basis? Ich baue ein Flugzeug. Siehst du? Und er spielt mit Lego. So, Jungs, räumt euer Spielzeug weg. Kopjakow, steh auf. Wir haben Gymnastik auf dem Plan. Steh auf, steh auf. Los geht's. Gut, gut gemacht. Los geht's. Okay, Leute, wir sind in der Turnhalle, weil es Zeit ist, Übungen zu machen. Aber wir werden es auf eine ungewöhnliche Weise tun. Ich habe diese Karten, die ihr herausziehen müsst, vorbereitet. Und da ist ein Würfel, der euch sagt, wie oft ihr die Übung machen müsst. Verstanden? Verstanden. Also, wer ist der Erste? Sergej natürlich. Komm schon, zieh die Karte. Hocke. In die Hocke. Mein Favorit. Los, wirf den Würfel. Ha. Lasst uns alle zusammenzählen. Hocke. 1, 2, 3. Gut gemacht. Das hat dir gefallen. Gut so. Los geht's. Wer ist der Nächste? Kopjakow. Komm mal her. Du musst sowieso ziehen. Keine Sorge. Komm schon. Also vorwärts beugen. Guter Junge. Gib mir die Karte. Wirf den Würfel. Wie viel mal? 4. Fertig? 1, 2, komm schon, 3, 4, gut gemacht. Siehst du, du hast es geschafft. Juhu, Platz für euch. Gut gemacht. Jetzt bist du dran. Komm mal her. Liegestütze. Oh, das ist eine tolle Übung. 2. Glück gehabt. 2 Liegestütze. Komm schon. Also, ich mache jetzt 2 Liegestützen. So, 1, 2. So, ich bin fertig. Was lachst du? Was lachst du, Mann? Okay, komm. Du hast gelacht. Jetzt zieh die Karte. Ich nehme dich hier. Auf dem Springseil hüpfen. Zum ersten Mal möchte ich eine kleine Zahl. 3. Lass uns das Springseil nehmen. Warte mal. Und 1, 2, 3. Gut gemacht.
Gut gemacht, Kinder. Das habt ihr alle gut gemacht. Jetzt gehen wir ins Spielzimmer und ihr könnt eure Aufgaben machen. Leute, Leute, ratet mal, wen ich gemalt hab hier. Ups, Kubikov, sehr lustig. Und du kannst dich nur beschweren, Mann. Nur so. Warum hakst du auf mir herum? Weißt du, wer du bist? Du bist ein Stinktier. Und worüber lachst du denn, du Käsekuchen? Vlad, hör auf, ihn zu beschimpfen, Alter. Wenn du jemanden beschimpfst, dann bist du ein schlechter Mensch. Das ist doch Kubikov. Er ist ein Pöbler und eine Salzgurke, die auf den Boden wälzt und niemand essen will. Das ist doch klar. Ruhig, ruhig, Kinder, hört auf zu schreien. Kubikov hat angefangen. Ruhe, ich werde alle einen paar Wolken aufziehen. Ruhe, lasst uns an den Tisch gehen und mit unserer Arbeit weitermachen. Lasst bitte die Legos liegen und kommt hierher. Gut gemacht, setzt euch hin. Wir malen weiter. Oha, was malen wir? Das sehe ich. Guckt mal. Kubikov hat wem gezeichnet? Sergej. Stimmt's? Naja, da steht Sergej. Ja, 1:1. Nehmen wir Bleistifte, Filzstifte, Blätter und zeichnen uns gegenseitig. Gebt euch große Mühe, denn ihr werdet von euren Abonnementen beurteilt. Hier, da hast du es. Bleistifte, Blatt Papier. In Ordnung. Ah. Gut gemacht. Wen malen wir? Wir zeichnen uns gegenseitig. Leute, das ist ein Meisterwerk. Und ich glaube, an meiner Zeichnung ist ganz klar, wen ich gemalt habe. Also Leute, zeigt uns, was wir gezeichnet haben. Ich habe Kubikov gemalt. Das ist ja interessant, der Bärtige. Oh, dein ist auch so ungewöhnlich. Das ist Glenn. Das ist Glenn. Sieht so ähnlich aus. Okay, wen hast du denn? Und sie haben Kubikov, richtig? Ich glaube schon. Wow, und was hast du? Ich habe Vlad A4. Gut gemacht. Er sieht ihm auch ähnlich aus. Gut gemacht. Sehr gut gezeichnet. Leute, schaut euch die Zeichnungen der Kinder an und schreibt in die Kommentare, wessen Zeichnung euch besser gefällt. Ich glaube, das war meins. Nein, meins ist viel besser. Gut gemacht, Jungs. Ihr habt die erste Aufgabe gut gelöst. Jetzt wollen wir mal sehen, wie ihr als Team arbeitet. Wir werden jetzt ein gemeinsames Bild an die Tafel malen. Wer ist der Erste? Ich. Darf ich bitte? Komm. Bitte, Serge, fang an. Okay, stopp, guter Junge. Komm schon, der nächste Blatt. So, ihr dachtet, das wäre ein Haus, aber nein, es ist ein Hut. Okay, wow, gute Arbeit. Setz dich hin. Kubikov, bitte sehr. Stopp, der nächste ist Glenn. Also zuerst habe ich hier so einen Pfeil gesehen und jetzt ist es irgendwie ein Ninja. Wow, cool, gut gemacht. Machen wir noch eine Runde wieder, Sergej, los. Kubikov in einer Märsche? Vlad ist der Nächste. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was soll ich nur hinzufügen? Okay, das ist alles ein großer Gedanke, der wem gehört? Eine Raupe? Das ist keine Raupe, das ist ein Wurm, der am Haken von einer Angelschnur hängt. Hier, schau mal, am Angelhaken. Ah, ihr seid so gut. Seht euch all die unerwarteten Übergänge an. Das ist so großartig. Ihr seid so cool, Leute. Ich bin so stolz auf euch. Ihr bekommt alle etwas Sonnenschein. Wisst ihr, was sogar noch besser wäre? Was kann man machen? Wenn uns unsere Abonnenten ein paar Likes da lassen. Lasst uns ein Like da für unsere Kreativität. Okay, Kinder, wir haben viel gezeichnet und jetzt werden wir ein paar Rätsel lösen. Ich liebe die Rätsel so sehr. Heb einfach deine Hand, okay? Darf ich? Nimm den Arm runter, ey. Darf ich? Weiß und flauschig, nicht zu muskulös. Vlad hat A4. Kaninchen, du hast noch ein Rätsel? Nicht sehr muskulös. Also Vlad hat A4. Vlad A4. Richtig. Ich hab's als Erste gesagt, obwohl... Warte mal. Unterschiedliche Farbe im Winter und im Sommer. Weihnachtsbaum. Eine Blume. Kubikov. Die LED-Kette aus Glenns Kanal. Denkt noch einmal dran. Ah, die Haare von Kubikov. Gut gemacht, Sergej. Manchmal ärglich, aber manchmal auch lustig. Den die Abonnementen sing vertraut. Clown A4. Gut. Wir spielen sehr oft ein Spiel auf YouTube, um uns aufzulockern. Verstecken. Ich war zuerst dran und hab meine Hand gehoben. Nein, wartet, Jungs. Ich denke, das ist zu allgemein. Ja, Verstecken ist für alle. Witz fängt mit einem P an. Auf YouTube wird es anders genannt. Ich prank. Gut.
Nicht wie ich, nicht wie du. Nur ein Passant. Der Junge mit dem Namen... Sirosha! Ich hab's erraten. Hier ist eine ganz einfache, kurze Frage. Für welchen Sender drehen wir das Video? Auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal. Gut gemacht, gut gemacht. Ihr Jungs seid großartig. Sonnenschein für alle. Sogar Kabirkov? Sogar Kabirkov. Ich weiß nicht, irgendwie ungerecht. So, Kinder, ich habe noch eine letzte Aufgabe für euch. Ihr sollt die Schwänze mit den Tieren und den Früchten verbinden. Wer ist der Erste? Okay, nicht so leicht, aber ich glaube, dass dieser schöne Schwanz diesem Lemur gehört. Und was ist Lemur? Ich denke, dass der Lemur eine Birne naschen möchte. In Ordnung, gute Arbeit. Okay, der Nächste. Ja, ich. Wähle dein eigenes Tier. Ja, das ist ein V. Das ist der. Ah. Du kannst einen Schwanz finden. Hier, so ein schöner. Und die Frucht ist mit dem Schwanz verbunden? So, das ist eine Zwiebel. Zwiebel, Zwiebel sind gut für alle. Guter Junge, setz dich. Komm schon, Sergei. Komm schon, komm schon. Skorpion. Sehr brav. Setz dich hin. Und der Letzte? So ist gut. Alles auf einmal. Gut gemacht. Gut gemacht. Zwei Sonnen für dich. Und jetzt, Jungs? Zwei Sonnen? Was für ein Angeber. Klugscheiße. Warum gibst du so an, ey? Halt, halt, halt. Jetzt wäscht eure Hände und macht euch bereit für die Ruhezeit. Juhu, Ruhezeit. Wer wäscht die Hände vor dem Mittagsschlaf? Mann, Leute, das ist so cool. Kommt schon, wer will höher springen? Okay, die erste Runde ist geschafft. Die erste Runde, die zweite Runde. Jungs, der Mittagsschlaf macht so viel Spaß. Wir können Spaß haben, wir können einen Kissenschlacht machen. Eigentlich hat Oksana gesagt, dass sie in 5 Minuten reinkommt. Und wer wach ist, geht in die Ecke, alles klar? Puh, feiger Kabirkov. Das könnte der Mädchen wirklich kommen und uns alle bestrafen. Ich höre alles, geht schlafen oder ich werde euch bestrafen. Okay. Hättest du mich nicht früher warnen können, Kabirkov? Eigentlich ist ein Mittagsschlaf sehr nützlich, Jungs. Lass uns ein bisschen schlafen und dann haben wir so viel Energie, um Spaß zu haben. Und Glenn ist in sein Sweatshirt ins Bett gegangen. Ah, du kleine Ratte. Mir ist einfach nur kalt. Kabirkov, warum schnarchst du? Man muss ihn einfach nur eine reinknallen. Einmal so richtig. Leute, Leute, das könnt ihr nicht machen. Bedecke dich einfach komplett mit einer Decke und du wirst nichts hören. Das mache ich immer. Warum schnarcht er und wir müssen leiden? Ja, Mann. Ey, warum sollten wir ihn nicht mit den Decken zudecken? Komm schon. Noch ein kleines bisschen auf. Oh nein, nein, das wird uns Alexander Michailowna nicht verzeihen. Leute, wacht auf, wacht auf. Gut geschlafen, steht auf, steht auf. Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Hat hier eine Unterkunft. Ziehen wir schnell Strumpfhosen an, damit wir nicht zu spät zur Probe kommen. Was? Und wer sie was? Zuerst anzieht, bekommt eine Sonne. Strumpfhosen? Strumpfhosen, bitte sehr. Für einen Sonnenscheinsticker kann man sich anstrengen. Los geht's. Du ziehst sie falsch an, Vlad. Nein, das ist so richtig. Richtig ist, es muss passen. Hey, nicht schieben, hey. Only you. Okay, ich bin fast fertig. Oh mein Gott. Ich bin der Erste, ich bin der Erste. Rückwärts. Rückwärts. Komm schon, Jungs. Schneller, 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 schneller. Sehr geht der Zweite. Sie passen nicht. Lentig, was ist mit dir los? Komm schon. Oh. Worüber lachst du? 24 Stunden im Kindergarten machen so viel Spaß. So, ihr schlauen Mädchen, das haben alle gut gemacht. Vlad, du warst der Erste, deine Sonne hängt schon. Zieht eure Kostüme an und wir treffen uns auf der Probe in der Aula. Kostüme für die Vorstellung? Ja, ja. Ich liebe Vorstellungen. Ihr seid meine Hähnchen, meine Eichhörnchen, meine kleine Katzen. Ihr seid meine Wölfe und meine kleine Bären, so hübsch. Und lasst uns tanzen, so wie wir es gelernt haben. Wir müssen einen Tanz vorbereiten, Jungs. Erinnert sich jeder an die Schritte? Ja, ja, ja. Okay, bereit. 3, 4. Verse, zieh.
1, 2, 3. Verse, zehe. 1, 2, 3. Zehenspitzen, zehen. Verse, zehe. 1, 2, 3. Verse, zehe. 1, 2, 3. Gut gemacht. Und jetzt die Laternen. Laternen. Lasst uns die Hände benutzen, nicht nachlassen. Wir sind am Tanzen, Jungs. Und jetzt klatschen. Dreht eure Gesichter und 1 und 2 und 1 und 2. Und jetzt alle zusammen einen Kreis. Und sie kommen, 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 winken mit den Händen und gehen. Leute, Mann, es ist so krass im Kindergarten. Und wenn die Abonnenten Likes da lassen, bin ich sogar bereit für einen zweiten Teil. Ja, ja, ja. Oksana Michailowna, bin ich der beste Tänzer? Hey, warum bist du denn plötzlich der beste Tänzer? Ja, wir haben doch alle gleich getanzt. Halt, hey, halt, was sagst halt du mir? Alle haben gut getanzt. Gut gemacht. Hähnchen, Kätzchen, lass uns gehen und umziehen. Wann werden wir endlich essen, ne? Wir werden bald essen. Lass uns umziehen und essen. Und Glintig, bist du bereit? Ich bin fertig. Fang! Sehr gut gemacht! Nun, Kinder, ihr habt heute so gut gearbeitet. Ihr habt alle Aufgaben erledigt. Also müssen wir die Ergebnisse zusammenfassen. Seht euch die Tafel an. Vlad und Kobekov haben jeweils 5 Sterne bekommen. Lasst uns ihnen einen Applaus geben. Das war's. Gut gemacht. Und nun zu unserem Abendspaziergang. Oh. Gehen wir in die Garderobe und ziehen uns an. Ein Spaziergang macht Spaß. Okay, meine Mütze. Oh, Handschuhe. Kennt ihr diesen Trick, wie man Handschuhe schießen lassen kann? Nein. Du nimmst einen... Oh, wow. Und, Jungs, die Ziele sind bereit. Auf geht's. Ich schieße. Oh, 3 auf einmal. Jetzt bin ich dran und... Jetzt sind ich und Glenn dran. 1, 2, 3. Oh, das war krass. Und jetzt ein Duell mit Glenn. Stich in die Drum. Ey, mein Pummel. Also gut, keine Frecherei, Jungs. Ich habe gute Nachrichten für euch. Die A4-Produktion ist hier, um euch abzuholen. Also zieht eure Jacken an und geht raus. Ja, 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 ja. Na, Kleiner, bist du bereit? Ich? Natürlich bin ich bereit. Hallo zusammen, mein Name ist Vladafir, gelernt und willkommen zum neuen Video. Gut, erzähl mal. Ich habe Vlad herausgefordert und dafür habe ich die undurchdringlichste Kiste der ganzen Welt geschafft. Was der Clown getan hat, was ich getan habe, ist ein neues Level. Und du willst, dass ich aus dieser Kiste rauskomme? Ich habe mit unserem Produktionsteam so eine undurchdringliche Kiste geschaffen wie in Minecraft. Du schlägst drauf und sie zerbricht niemals. Da wirst du niemals rauskommen. Nun, da du zusammen mit der A4 Production eine stoßfeste Kiste gemacht hast, dann werde ich mich auch an die Hilfe eines kleinen Manns wenden. Also Leute, der stärkste Mann der Welt. Starker Atom, willkommen! Hey, geht beiseite! Oh, 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 schaut euch diese Arme an! Ja, Mann, ich bin so, der Beste! So groß wie mein Kopf! Ja, 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 der Allerstärkste! Also du, ihr kommt da niemals raus. Was sagst du? Viel Glück wünsche ich euch. Das habe ich gesagt. Was hast du gesagt, Probiert es erstmal aus. Ja, wir werden es versuchen. Okay, okay, beruhigt euch erstmal. Werft erstmal einen Blick auf meine Kiste und dann entscheidet, ob ihr es schafft oder nicht. Trifft mein kleines Baby. Die A4-Produktion und ich bauten diese Kisten mehrere Tage lang. Diese Box hat ganze 6 undurchdringliche Schichten. Diese Kiste wiegt ungefähr 2 Tonnen. Und schaut euch mal die Dicke dieser Mauer an. Ich habe so viel Vertrauen in diesen Kiste, dass ich sogar bereit bin, mit Vlad auf 1000 Euro zu wetten, dass er hier nicht herauskommen wird. Wir nehmen deine Challenge an und wetten um 1000 Euro, dass wir hier rauskommen werden. Probiert es aus. Deine Kiste macht mir überhaupt nichts. Also, um deinen Eifer zu bremsen, werde ich dir zeigen, was dieser Mann fähig ist. Ohne Probleme. Ich hab's verstanden. Komm schon, mach dir keine Sorgen. Was Wenn ich eine Woche ins Fitnessstudio gehe, werde ich dann genauso aussehen. Sehr traurig. Also wir müssen mal schauen, was bei uns auf der Decke ist.
Ich sehe da keinen Stau. Das ist sehr leicht. Vielleicht gehen wir so spazieren oder so. Auf die Straße. Okay, vielleicht habt ihr eine kleine Chance. Aber die Kiste ist dennoch sehr stark. Nun sollen wir reinklettern. Auf geht's. Leute, so eine Kiste haben wir noch nie gebaut. So eine Kiste kostet 3.500 Euro. Diese Kiste hat einen Wert von 3 ganzen iPhones. Ich weiß nicht einmal, wie Vlad darauf reagieren wird. Ich habe so eine große Verantwortung übernommen. Und im Moment gibt es meiner Meinung nach solch keine Videos auf YouTube. Dieses Video verdient so eure Likes mehr als alles andere. Also liked es. Ich hoffe, es gibt viele Likes. Vlad wird das sehen und verstehen, dass ich nicht einfach so 3.500 Euro ausgegeben habe. Also von dein Like hängt jetzt sehr, sehr viel ab. Also, geh runter und like alles. Also, wie gefällt dir dein neues Zuhause? Bisher sieht es aus wie eine Art Kindergarten. Als ob du gerade 1000 Euro einfach geschenkt hättest. Eine Art weite Beschichtung, eine Art Showroom. Mal sehen, was wir unter der ersten Schicht haben. Also? Du machst es wie ein Kind, ey! Alle Stärke! So! So macht das Papa! Okay, was sehen wir hier? Wir sehen eine dichte Schiffeschicht. Das war nur eine Außenhülle. Weiter wird's richtig hart werden. Und ihr müsst denken, wie ihr hier rauskommt. Also, unsere Mitglieder haben sich bereits eingelebt und es ist an der Zeit, ihnen meine Spielregeln zu erklären. Also, ich habe hier so ein Glücksrad und davon gibt es eine Reihe von Tools, die ihr bekommen könnt. Und von Runde zu Runde wechselt das Werkzeug und ihr bekommt eine Chance, dieses Werkzeug 5 Minuten lang zu benutzen. In dieser Zeit müsst ihr schaffen, damit die Wand anzubrechen. Wenn ihr es nicht schafft, die Wand anzubrechen, dann rüber das Rad noch einmal. Das war so einfach, Glenn. So einfach ist das nicht. Ich hab dir doch nicht von meiner Überraschung erzählt. Kakerlaken. Es scheint, dass Glenn beschlossen hat, sich für alle Challenges an uns zu rächen. Aber ich habe mich vorbereitet. Also, genug geredet, auf zur Tat. Drehen wir das Rad, machen die Wand kaputt. Und los geht's. Ich denke, Schiffer, ich kann's auch im Grunde mit meinem Fuß brechen. Handschuhe. Nun ganz okay, um Schiffe zu zerbrechen, um die Hände nicht zu verletzen. Komm, nimm's. Geil. Ja, die sind für die Kanalisation. Schau, wenn wir hier raussteigen, werden wir sprechen. Ja, wir reden später mit dir. Mit dem musst du ja auch. Wir teilen das Geld ja, die 1000 Euro. Also du wärst sehr, sehr motiviert. Okay. Nun, ich werde sehr gerne meinen ersten Schlag machen mit was? Mit was? Weißt du was? Mit diesem rechten Bein, weil es sehr stark ist. Man macht's einfach rund. Hast du unseren Zuschauern gezeigt, wie man treten muss, oder was? Was soll das? Es gab einfach keinen Platz zum Schlagen. Und 1 und 2 und... Ich habe eine Idee, Vlad. Vielleicht nimmt dich der starke Mann und schlägt ihn mit dem Kopf gegen die Wand. Und wenn du mich zerknüllst, bekommst du einen Papierknaul. Ich bin ja Papier. Ich werde mich aufrichten und werde mich wie ein Rambo nehmen. Also, eure Zeit läuft. Los geht's, mach mal was. Versuchen wir's also mit deinem Rambo. Auf geht's! Also komm, machen wir's fertig und... Auf geht's! Yeah, mach es! Also, halt! Puh, schau, es hat funktioniert! Oh, jawohl! Das nenne ich also Teamarbeit. Also, jetzt lass mich's versuchen! Okay, die erste Schicht ist abgesprallt. Was kommt weiter? Polyurethanschaum, ist das alles, was du kennst? Mach mal weiter. Das Werkzeug ist nicht sehr effektiv, also nimm es und ich warte jetzt auf das nächste Werkzeug. Oh, du musst sie mir nicht zurückgeben. Also, starker Mann, dreh mal dran. Oh, eine Peitsche. Ich hoffe, das ist eine aus einer Art Metall, das alles auf seinen Weg zerbricht. Wie gefällt dir das Werkzeug? Oh, hab ich schon mal benutzt. Kurz gesagt, würde ich mich jetzt lieber hier stellen, weil die Ausbreitung der Peitsche unvorsehbar sein kann. Komm schon, ich mach dich fertig. Ich sehe nicht, dass der Schiffer sich zerbricht. Und wie wär's, wenn du so wie Schlangenringe so umwickelst und... Und dann zuschlagen, lass mal versuchen. Komm schon, komm, ja, so langsam. Also, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass man eine Peitsche so anwenden kann. Ja, damit ist alles klar. Nimm es, verlier es nicht. Okay. Und... Ein Hockeyschläger, das ist voll okay. Ein Hockeyschläger ist bombastisch. Man kann es wie einen Hebelarm benutzen. Oh, hier kann man... So sorgfältig ist das so machen. Schau, Tropfen, so, Punkt. Und was ist das für eine Schicht? Man kann es vielleicht mit dem Schläger durchschlagen. Ey. 5 Minuten sind vergangen. Komm, du gibst das nicht wieder her. Los. Also, und jetzt dreht Aktion Protein auf. Und, Morgenstern?
Ah, Leute, ich verstehe, was es bedeutet. Schau, das ist ein Morgenstern. Ich erinnere mich an dieses Video aus mittelalterlichen Videos. Dieses Ding ist der Hammer. Komm, hör mal. Und natürlich Safety for Safety. Vergesst die Sicherheitsbrille nicht. Danke. Lammel, du Spotter! Ja, auf geht's. Nun, Bentek, wer kommt hier raus? Also, ich habe dem Glücksrad ein kleines Update gegeben, bevor bei euch hier eine Schaumparty anfängt. Ja, die Party wäre cool, wenn der Schaum nicht Polyurethan wäre. Also, dreh das Rad und bekomm den Gegenstand, den du dir verdient hast. Oh, Leute, jetzt bin ich dran. Also, ich frage mich, was ich bekomme. Ein Aufsatz an den Gruber. Das ist etwas, das ich... Ah, ja, ich erinnere mich dran, ich bring's gleich. Also, ihr seid zwei Maschinen und hier ist was für eine harte Maschine. Solche seltsame Werkzeuge hatten wir in unseren Challenges noch nie. Wahrscheinlich werde ich so versuchen, so etwas zu machen. Du schlägst, als wärst du ein Mädchen. Komm schon, wie ein Mann. Komm schon, genau. Ich bin irgendwie an eine neue Schicht gekommen. Da ist irgendwie Pappe. Leute, aus irgendwelchem Grund kommt aus diesem Loch was Kaltes. Gibt da Eis drin? Du wirst leben und es herausfinden. So, stopp! Die Zeit ist abgelaufen. Gib's wieder zurück. Komm, gib's her. Und dann machen wir weiter. Hey, Kleiner, bring das Glücksrad. Kleiner. Auf geht's! Also, ein Pfaffenwende mit Zen. Nicht schlecht. Ich weiß nicht mal, wie viel Kraft du benötigen wirst, damit dir dieses Werkzeug überhaupt hilft. Aber aus irgendeinem Grund denke ich, du bist ein starker Mann. Lass es mal versuchen! Oh. Oh Mann, mir gefällt das nicht. Er macht das sehr selbstsicher. Schaut, was dann als nächstes kommt. Ketten, Beton. Und da gibt's noch was anderes hinter dem Beton. Hör zu, Glenn, können wir vielleicht ihn anstatt Kubikov mitnehmen? Was? Und über wen? Wir sollen es da lustig machen? Über ihn etwa? Nun ja, wenn wir ihn verspotten, wird er uns dafür verprügeln. Hör zu, wo ist Kubikov eigentlich? Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie nicht fragen. Ich weiß nicht, er ist irgendwo verschwunden. Ach komm, mach dir keine Sorgen. Ich denke, es fällt niemanden auf, dass er weg ist. Nun, noch mehr. Niemand hat in die Kommentare geschrieben, wo ist Kubikov? Also ist es egal. Also natürlich egal. Nun, ist okay. Ihr habt euch viel zu früh gefreut, denn es wird weiter immer und immer schwieriger werden. Das sind Ketten, die man nicht brechen kann. Auch der starke Mann nicht. Also dreht jetzt endlich. Ja, und bitte keine Kakerlaken. Ich habe eine Karte bekommen. Damit hast du sogar noch Glück gehabt. Karte, hör zu, ist wahrscheinlich eine Art riesige, scharfe Säge, die diese Ketten jetzt durchtrennt und wir werden ruhig aussteigen. Was ist das, ein Cutter? Nein, das ist für dieses Kältespray. Riese, kein Karte. Du hättest es richtig schreiben. Du hast das doch so gesagt. Verdammt, Leute, meine Meinung nach ist es wirklich schlecht. Aber andererseits, was ist, wenn diese Ketten jetzt einfrieren und wir sie ruhig so legen und sie fallen auseinander? Versuchen wir. Der Frost kommt jetzt. Dieses Ding friert Objekte so sehr ein. Ich weiß nicht einmal, wofür es im Leben verwendet wird. Vielleicht, um Knödeldrinken einzufrieren. Und wenn ich an Schnee denke, da denke ich natürlich immer an Urlaub. Leute, habt ihr eigentlich schon Ferien? Schreibt's unten in die Kommentare. Also jetzt kommt ein Beinschlag. 3, 2... Nun gibt es Risse irgendwo, aber es reicht noch nicht, um die Kette wirklich durchzubrechen. Glenn hat mir Müll gegeben. Du hast es dir selbst ausgesucht. Also, jetzt ist der starke Mann dran. Also, dreh, komm. Let's go! Oh, Glenn, die Metallsäge ist draufgefallen. Was? Echt? Was erzählst du mir nur da? Kakerlaken. Also, Glenn, komm schon, ich habe einen Baseballschläger. Hey Vlad, hab keine Angst, das ist doch Protein! Oh, meine Mädels, ihr geile Schnitten, na, wenigstens etwas! Und es stellt sich heraus, dass du 5 Minuten hast, um die Kette mit Hilfe von Kakerlaken irgendwie zu sprengen. Meine Armee, greift an! Auf geht's! Rück vor! Vorwärts, das ist Lego! Also Vlad, dreh dich nicht um, die Kakerlaken krabbeln noch und such dir was Neues aus, also... Also Leute, für die nächsten 5 Minuten werde ich das Objekt mit Hilfe von Kai Genava zerbrechen. Ein Kletterhaken. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Wort höre. Ich glaube, du hast eine Chance, wirklich. Hier, schau mal, das ist doch nur ein ganz normaler Anker. Ich habe so ein Ding im Film gesehen, wenn wir sie so auf das Dach werfen. Es klammert da fest und man kann so auf den Seil überall klettern. Und ich werde jetzt versuchen, die Kette damit durchzubrechen. Im Grunde bin ich bereit. Kakerlaken, seien Sie vorsichtig. Und 1 und 2 und... Komm schon, du schaffst das!
Also, was ist, wenn ich eine Kette nach der anderen heraufziehe? Also einige, also die hier. Und eins und zwei und... ich ziehe wirklich mit aller Kraft. Dieses Objekt wird mir nicht helfen, hier rauszukommen. Nimm diese Kaginare. Echt cooles Ding, wirklich. Starker Mann, deine Zeit ist gekommen. Nun, ich denke, ihr werdet es besser schaffen als ich. Lasst uns mal sehen. Und... der Charakter. Wow, er schafft es ganz gut. Er macht's richtig kaputt, Mann. Schau, es flippt alles auseinander. Er reißt mal einfach so mehrere Ketten ab, ganz easy. Also, lass uns das irgendwo nach oben schieben, damit es uns nicht stört. Jetzt haben wir die Betonblöcke erreicht. Ihr freut euch viel zu früh, weil danach wird's viel, viel schwieriger werden. Weiter kommt Beton, ihr habt schlechte Karten. Und was ist unter dem Beton? Und weiter wird's noch schwieriger werden, aber fasst uns erstmal durch den Beton. Easy. Hör zu, Kleiner! Beton und ich sind beste Freunde! Ich kann es kaum erwarten, gegen den Beton zu kämpfen. Und ich drehe das Rad und es fällt mir raus, ein verstellbarer Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel ist in der Tat ein sehr großes Ding. Und jetzt werde ich mal sehen, wie du dir Beton mit so einem Schraubenschlüssel kaputt machen willst. Das klappt doch nicht, Mann! Ich nehme meine Worte zurück. Hier. So, lala. Riesiger, schwerer, verstellbarer Schraubenschlüssel aus Metall. Nun, mein lieber Beton, komm her! Mit diesem Block muss ich versuchen, der ist der Schwächste. Ja, du hast noch 3 Minuten. Oh Leute, um ehrlich zu sein, meine Hand ist schon super verstopft und ich kann keine starken Schläge mehr machen. Aber ich kann immer noch meine letzte Minute ausnutzen und versuchen. 10, 8, komm schon, 7, komm schon, 2, 1. Komm, und du gibst es mir jetzt wieder zurück. So, und jetzt ist wieder der starke Typ dran. Wir haben fast die Flüssigseife bekommen, aber Maulige würde erwischt. Ein Kreissäge, eine Kreissäge. Es wäre besser, wenn ich dir Seife gegeben hätte. So ein Teil bekommt unser starker Mann hier. Oh. Hier, genau dein Kaliber. Also, ihr habt nur 5 Minuten. Nun mal sehen, das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ich habe keine Ahnung, wofür es ist, aber ich hoffe, es ist für Beton. Verdammt, nicht schlecht. Schau, als hätten sie gerade einen Vielfalt bei uns in den Käfig reingeworfen. Er hat so genommen und die Betonwand mit seinen Krallen zerkratzt. Nun, Glenn, schau, wie wir die Wand jetzt aufgerissen haben. Ja, echt gut geworden. Als hätte eine Katze in die Tapete gekratzt. Und das war's. Ich dachte, in 5 Minuten seid ihr schon fertig. Wir werden diese Wand in der nächsten Runde fertig haben. Lass uns drehen. Wie auch immer, ich bin mir sicher, ihr habt schon verloren. Also, Bro, du bist dran. Komm schon, ich kann es kaum erwarten, um es herauszufinden, was ich dort haben werde. Nunchucks. Warum kein Presslufthammer? Weil das Glücksrad es so gewählt hat. Also, Michelangelo, bist du bereit? Hier, die Nunchucks extra für dich. Also, fang an. Mir scheint, dass ich mit diesen Nunchucks nicht die Mauer lehnen werde, sondern mich selbst. Hängt alles davon an, wie du dich anstellst. Also, der erste Schlag. Stück für Stück. Ihr habt wahrscheinlich vergessen, dass ihr aus der Kiste noch raus müsst, Leute. Wenn ihr ein Loch macht, muss es ein großes sein. Ich denke, wir können einfach das Rad drehen, bis wir den Presslufthammer bekommen. Nimm es. In der nächsten Runde werfe ich euch ein Stinktier rein. Obwohl, hier ist schon ein Stinktier. Ich werde dich mit dem Finger drauf zeigen. Hey, lustig. Presslufthammer, 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 Presslufthammer! Na gut, schau, sie ist genau auf dem Presslufthammer hängen geblieben. Hast du einen Cheat benutzt oder so? Wie hat das nur geklappt? Das ist das Glücksrad und das Glück ist auf unserer Seite. Die 1000 Euro gehören sowieso mir. Er hat uns noch keinen Presslufthammer gegeben. Ey, jetzt wird alles schön. Leute, dieses Ding zerstört selbst Asphalt. Wenn es euch nicht hilft, dann weiß ich nicht Bescheid. Entscheid mir, dass der die nicht mal einschalten muss. Und er nimmt die einfach und... Endlich ein Presslufthammer, jetzt wird endlich das richtige Feuer geben. Ist es kaputt? So, das war's. Eure 5 Minuten sind um. Bring den Strom zurück. Das war's, neues Werkzeug. Okay, wir spielen nach der Ring. Also komm schon, lass mich jetzt am Glücksrad drehen. Leute, ich will auch wieder einen Presslufthammer. Der zertrümmert die Wände generell ganz gut. Nun ist kein Presslufthammer, aber ein Hammer. Ein Hammer? Das ist doch sehr gut. Nun, interessant. Also, wow, das ist ein Glücksfall. Großer, geh auf die Seite. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dieser oder mit dieser Seite zuschlagen soll. Okay, los geht's. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich denke, es läuft gut. Die Schläge werden schwächer und schwächer. Warte, ist müde. Ich hab Angst vor der Kakerlake bekommen.
Nun, hier könnt ihr meinen Fortschritt sehen. Hier riecht es nicht nach Fortschritt. Hier riecht es nur noch darin, dass Vlad den Hammer umsonst bekommen hat. Also, gib ihn mir zurück. Wie versäumt? Ich hab ganz gut gemacht. Was sagst du? Was? 3 Zentimeter? Tadam! Nein, nicht du. Der Starke ist dran. Prestoff-Hammer, schon wieder? Nein, Leute, nicht schon wieder. Das ist schon eine verbesserte Version des Prestoff-Hammers. Wird es auch eine verbesserte Version des Hammers geben? Es wird eine verbesserte Version von allen geben, aber erstmal eine verbesserte Version des Prestoff-Hammers. Also interessant. Ja, bitte. Also mit sowas können wir sozusagen einfach durch den Boden kriechen und hier rauskommen. Okay, und nach dem Video willst du ja alles reparieren, oder nicht? Du hast es also erfunden. Verdammt. Okay, wir müssen durch die Wand kommen. Lass uns machen. Hör zu, ich bin es schon ziemlich leid, hier zu sitzen. Und ich habe mich entschlossen, hier sofort rauszukommen. Überhaupt keine Frage, Mann. Auf geht's! Jetzt macht ihr schon einen Lob für eine große Person. Leute, gute Nachrichten. Wir haben bereits die neue Ebene erreicht. Eine Schicht mit Metall. Aber das Metall ist doch irgendwie ungewöhnlich. Aber in einer Form Art Schuppen. Also, schlechte Nachrichten. Ihr habt nur noch eine Minute übrig. Die schlechte Nachricht ist, dass da Metall gibt. Was sollen wir damit machen? Ihn durchbrechen? Ich dachte, nach Beton wäre das einfacher. Aber Beton ist nur Blumen. Also gut, wir werden schauen. Die Zeit ist um. Also, das verwendete Metall hier ist sehr stark. Also, dreht endlich das Rad. Also, nur was soll ich sagen, Leute? Hier hilft wahrscheinlich nur ein Walzwerkzeug oder eine Metallschere, wenn sie wirklich cool sind. Nun, ich bekomme ein Bügeleisen. Ein Bügeleisen? Pech gehabt. Viel Spaß damit, mit dem Teil durchzukommen. Also, Leute, ich denke, das Interessanteste, was einem Bügeleisen passieren kann, ist, wenn es kaputt geht. Und eins, und zwei, und... interessant, schaut. Ja, ich werde das Loch in Beton nicht erweitern, ich werde das Metall nicht brechen, aber das Eisen ist gebrochen. Aha. Die Verkabelung, rot, blau, nimm es. Oh Mann, schade, eigentlich habe ich meinen Merch damit früher gebügelt. Naja, egal, nächste Runde. Der Große ist jetzt dran. Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Und es fällt raus. Ein Walzwerkzeug, das ist eigentlich das Einzige, was uns wirklich helfen kann. Ein Walzwerkzeug ist mein Lieblingsinstrument, wenn wir in Boxen sitzen, weil es nicht nur mit Metall helfen kann, sondern auch Beton, Ketten, alles, was man sich vorstellen kann. Leute, es kommt durch! Gib uns den gerne neuen Walzen, dieser ist kaputt. Nur noch 3 Sekunden. 1, 2, 3, 4, bitte sehr. Schaut, Leute, die Schabe ist jetzt abgenutzt, Leute, wow. Dein Lied ist fast am Ende, die Lautsprecher sind lautlos. Er hat's rausgebrochen. Fassungslos, schaut euch das nur an. Es ist nur noch Baum übrig. Also jetzt drehe ich das Glücksrad und mir fällt ein Baumschnittwerkzeug und ich komm raus. Nun was? Tut mir leid. Also, da ist noch eine Holzschicht und dreh mal dran. Los. Also, was also vorbereitet? Gasschneider, okay. Ich dreh einfach. Oh. Ein Rambock? Ein Rambock aus Baum? Was ist das? So ein Ding ist das. Das haben früher die Wikinger benutzt, um was zu stürmen und kaputt zu machen. Also, hier, bitte sehr. Ich denke, das ist so ein Teil, auf die Schaltfläche abonnieren zu drücken. Nein, Vlad, du irrst dich. Dafür muss man einfach nur auf den Abo-Button drücken. Ganz einfach unten hin. Oder Finger. Denn jeder schaut sich die Videos auf dem Handy. Alles, was sie brauchen, ist nur ein Finger. Schaut, wie groß das Ding ist. Die wiegt mindestens 4 Kilogramm. Ich glaube fest an den Rambock, weil nur Breiten übrig bleiben. Sie sind irgendwo an den Bolzen befestigt. Es scheint mir, dass ich mit Hilfe dieses Ding, diese Mauer, richtig gut durchkommen kann. Mit Hilfe des Rambocks werden Tore und Burgen kaputt gemacht, als ob ich nicht schaffen werde, ein paar Holzstücke zu brechen. Ich nehme meine Worte zurück. Es funktioniert nicht. Nimm es weg. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dave, bitte, viel Glück. Komm schon, lass es mit dir sein. Und wir bekommen eine Bohrmaschine. Nein, wir bekommen eine große Axt. Hier, bitte festhalten. Ist es genug, um ein paar Holzstücke durchzuschneiden? Ich glaube schon. Holz und Metall lieben sich. Sehr schlecht, sehr schlecht. Komm schon, wir werden gewinnen!
Time out, 5 Minuten sind um. Verdammt, fast nur noch ein bisschen. Hier so ein Loch und so ein Loch brauchen wir, um den Kopf durchzubekommen. So, dass man den ganzen Körper durchbekommt. Aber natürlich nicht in seinem Fall. Ich wäre durchgekommen. Also verdammt, wir waren sehr nah. Bring bitte das Glücksrad her. Dreh das Rad, gib mir eine Bohrmaschine, mein Lieber. Und? Ein Trennschleifer. Was ist das für eine Größe? Bleib ruhig. Glenn, was machst du da? Also, ich dachte, er wird eine Axt bekommen, aber ihr habt den jetzt, den Trennschleifer. Also, 5 Minuten, los geht's. Sicherheitsmaßnahmen und los geht's. So klingt der Sieg. Leute, seht, was für eine Schönheit ich in 5 Minuten gemacht habe, gesäugt, gebohrt habe. Ich denke, dass Atomi jetzt einen guten Schlag mit seinem Fuß braucht, um eine Chance fürs Jahr zu kommen. Ich höre das in diesem Video schon zum 15. Mal oder so. Nein, nun jetzt, schau, jetzt tritt er mit dem Fuß. Das war so einfach. Nun, was soll ich sagen, Leute? Da ich dieses Loch bereits sehe, verstehe ich, dass ich ohne Probleme durchkommen werde. Also hat Glenn verloren. Ich bin bereit zu gehen. Und eins, und zwei, und drei. Für kleine Leute nicht einfach. Und Das war's. Endlich. Also, nach der Regel der Challenge musst du eigentlich nur da rauskommen. Ich bin ausgestiegen. Kann wer überhaupt aussteigen? Oh, Brüste, 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 vorwärts, vorwärts. Oh, und alle sind durchgekommen, natürlich. Richtig gut gemacht. Also Leute, ich gratuliere euch. Ihr habt die Challenge erfolgreich gemeistert. Also an allen danke und tschüss. Danke fürs Zusehen. Gebt uns ein Like.